Gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one who knows my. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute soll es meine Videorezension zu Wie Monde so silbern von Marissa Meyer geben. Das Ganze ist im Carlsen Verlag erschienen und kostet glaube ich 19,90 €, aber ihr seht das ja wie immer eingeblendet und findet das Buch auch in der Infobox. In dem Buch geht es um Cinder, die bei ihrer Stiefmutter und ihren zwei Stiefschwestern wohnt. Sie arbeitet auf dem Markt als Mechanikerin und eines Tages verirrt sich kein Geringerer als Prinz Kai in ihre Werkstatt. Das wirft natürlich die ein oder andere Frage auf, denn was will der Prinz von ihr und wobei braucht er ihre Hilfe? Und als urplötzlich auch noch die Königin von Luna, also dem Mond, auf der Erde erscheint und den Prinzen heiraten möchte, stellt sich für Cinder die Frage, was denn eigentlich los ist. Als sie sich dann auf den Ball des Prinzen schmuggelt, verliert sie nicht nur ihren Schuh, sondern weitaus mehr. Was sie verliert und was es mit dem Prinzen, der Königin von Luna und so weiter auf sich hat und was es mit der blauen Pest auf sich hat, das müsst ihr selber lesen. Mir hat die Geschichte unfassbar gut gefallen. Ich kann den Hype um diese Chronik sozusagen einfach nur nachvollziehen. Ich habe dem Ganzen 5 Sterne gegeben und es ist absolut verdient. Es ist eine perfekte Mischung aus Dystopie und Märchenadaption und ich habe es einfach nur geliebt. Ich mochte, dass das Worldbuilding wirklich sehr einzigartig und andersartig gestaltet ist, als man es häufig kennt. Es ist zwar nah an unserer eigenen Welt gehalten und doch sehr, sehr weit entfernt, weil vieles einfach ganz anders ist. Es ist irgendwo so eine Science-Fiction-Version, es ist eine Katastrophen-Version, also so endzeitmäßig. Es hat aber auch irgendwo was von Sailor Moon, hatte ich immer so das Gefühl. Und es hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Ich bin sowas von begeistert und einfach nur geflasht von dieser Reihe. Cinder ist eine super Protagonistin, die diesen ganz speziellen Touch und Hauch hat. Sie ist einfach was ganz, ganz Besonderes und auch die ganzen anderen Charaktere, die sind so authentisch dargestellt und haben mir wahnsinnig gut gefallen und ich habe sie alle in mein Herz geschlossen. Das hätte ich niemals nie auf den ersten 50 Seiten gedacht, weil ich mir doch anfangs echt ein bisschen schwerer getan habe. Aber ich musste mich danach eines Besseren belehren lassen. Ich konnte dieses Buch gar nicht mehr aus der Hand legen und bin über diese 380 Seiten nur so hinweggeflogen. Und ich bin so verzweifelt, weil ich Band 2 und 3 noch nicht hier habe und nicht weiterlesen kann, weil das Ganze endet schon mit so einem fiesen Cliffhanger, möchte ich behaupten. Also es hat kein rundes Ende, wo man sagt, okay, durch Cinderella jetzt ist es zu Ende und alles ist schön und gut. Nein, so ist es leider nicht. Also wenn ihr das Ganze lest, dann so, schaut echt danach, dass ihr Band 2 und 3 parat und griffbereit habt. Ich kann euch sogar eine kleine Empfehlung machen, das habe ich eben auch schon mal, oder eben, ja, für mich war es eben, für euch war es wahrscheinlich an einem anderen Tag in meinem Lesemonat erwähnt. Das Ganze gibt es derzeit bei Weltwild im Angebot für 4,99 €, also schaut da unbedingt mal vorbei und, oh mein Gott, ich liebe es einfach, ich liebe es einfach. Es ist wunderschön und ich kann mich nur bei euch allen da draußen bedanken, dass ihr das für mich gewotet habt, obwohl ihr mich jetzt auch ein bisschen quält, weil ich es einfach nicht weiterlesen kann. Aber ich freue mich schon sehr darauf und ich liebe ja das, wenn die Bücher nebeneinander stehen. Ich sehe das immer bei einigen Booktubern im Regal und denke immer nur so, boah, wie traumhaft und schmacht, ich könnte da permanent drauf gucken. Und ich freue mich da einfach schon riesig drauf, wenn ich dann alle 3 Teile hier stehen habe. Und ich glaube, es kommen ja sogar noch mehr raus, weil es eine Chronik ist und keine Trilogie. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Und freue mich jetzt schon richtig auf Rotkäppchen, weil sie ist die nächste, die wir begleiten werden. Und ja, genug geschwärmt, würde ich sagen. Ich finde, für dieses Buch braucht man gar nicht so viele Worte. Lest es einfach selber. Es hat 5 Sterne verdient, absolut. Und schaut da unbedingt rein. Es gibt nichts zu bemängeln eigentlich, außer dass die ersten 50 Seiten ein bisschen waren. Aber das war dann auch vergessen. Danach war das einfach absolut vergessen und ich war überwältigt und verzaubert von dieser Geschichte. Ja. Wenn ihr das Buch selber schon gelesen habt, dann schreibt mir doch gerne mal eure Meinung. Ging es euch auch so, dass ihr die ersten 50 Seiten so ein bisschen skeptisch betrachtet habt? Oder hat es euch auch einfach von Anfang an wahnsinnig gut gefallen? Ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, Lieben. Ciao! I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world.